Wir haben vorhin festgestellt, nachdem es hier ein bisschen Verwirrung gab, wer mit welchem Daniel schon gesprochen hat. Heute ist bei uns tatsächlich auch der Daniel-Tag. An allen drei Talks und auch bei den DJs ist jeweils ein Daniel dabei. Es hat ein bisschen zu Verwirrung geführt, aber mittlerweile weiß ich jetzt, dass ich den richtigen Daniel hier auf der anderen Seite habe. Den Daniel Domscheit-Berg vom Verstehbärenhof in Fürstenberg und der uns etwas zum Solarpunk Sommercamp 2022 erzählen wird. Und Daniel, bitte sehr. Ja, danke. Siehst du, deswegen, genau deshalb haben wir diesen Talk von gestern auf heute verschoben, damit wir möglichst viele Daniels an diesem Tag haben. ja, erstmal auch herzlich willkommen von mir zu Tag 4. In der Tat, die Zeit geht viel zu schnell wieder vorbei. Ich habe erstaunlich wenig mitgekriegt, weil wir ja hier auch ein bisschen beschäftigt waren mit Content-Produktion und so. Und das war gestern dann so viel, dass wir gesagt haben, wir verschieben diesen Tag lieber mal oder diesen Vortrag nach heute. Das war auch ganz gut, weil ich zwischenzeitlich noch mit ein paar anderen Leuten gequatscht habe über diese verrückte Idee mit dem Sommercamp im nächsten Jahr. Und ich würde euch diese Idee jetzt gerne so die nächste, ich glaube, wir haben eine halbe Stunde insgesamt Zeit, so ein bisschen vorstellen. Das ist noch alles weit von komplett ausgereift. Es gibt viele offene Fragen, aber eigentlich ist das auch die Idee, dass ich so eine Gesprächsgrundlage jetzt in den Raum stelle und wir alle, die das interessant finden, die sich überlegen, dass sie da vielleicht mitmachen möchten oder so, die ähnlich wie wir finden, dass das zwar ein verwegener, aber durchaus wünschenswerter Plan ist, dass sie sich mit uns in Verbindung setzen und wir dann einfach gucken, ob wir das gewuppt kriegen oder nicht. Aber dazu komme ich dann gleich so ein bisschen. Wir haben uns auch überlegt, wie der Modus da sein könnte. Gestern kam die Frage auf, durch verschiedene Leute auf Twitter hatte ich das gesehen, ob es denn um ein Jugendcamp geht. Das stand im ersten Titel, den ich eingereicht hatte, nicht mit drin. Ich habe das jetzt mal so in Klammern gesetzt. Eigentlich ist die ursprüngliche Idee gewesen, weil wir hier sehr viel mit jungen Leuten auch arbeiten und aus der Erfahrung bei den normalen Chaos Communication Camps heraus, wo ich ja auch so ein bisschen bei der Vicky Packer WG mit dabei war und so, dass ich super fände, wenn man sowas mal macht für junge Leute und vor allem nicht nur für junge Leute, sondern mit jungen Leuten. Und zwar so, dass die nicht da ankommen und es gibt ein fertiges Event, sondern dass man möglichst viele junge Leute möglichst früh schon quasi mit in diesen, wir bauen uns unser eigenes Event, Prozess mit einbezieht. Und das ist sicherlich auch nachhaltig für den Club. Das ist was, wo man viel lernt dabei. Gleichzeitig, glaube ich, ist das auch der einzig richtige Ansatz, nämlich das einfach selber machen, lernen und sich damit einbringen. Und nicht zu irgendeinem Event einzureiten, das andere für einen vorbereitet haben. Ich meine, ihr meisten von euch, die irgendwie engeln oder beim Aufbau, Abbau oder wo auch immer mit dabei sind, die Assemblies haben oder so, die wissen, dass das das Eigentliche ist, um was es geht. Und von daher war so diese Idee, nachdem wir hier im Bahnhof angefangen haben, Dinge zu machen, schon vor einigen Jahren, dass die Gegend hier draußen, also nördlich von Berlin, dazu sage ich gleich noch was, sich super eignen würde für so ein Camp. Das Camp in Mildenberg, die letzten zwei Camps zumindest, waren ja auch hier um die Ecke. Davor Eberswalde war auch nicht so weit von hier. Die Gegend ist also kompatibel. Es hat eine strategisch ganz gute Lage, dazu komme ich dann gleich. Und wir haben eben überlegt, warum nicht das mal angehen. Und dann stecken wir mitten in dieser sehr tristen Situation mit einer Pandemie. Ich habe ein echtes Defizit, Leute zu sehen, also euch alle auch, vor allem mit euch gemeinsam wieder ein Event zu machen. Egal, wie gut man so ein Workadventure hier aufzieht und wie toll eine virtuelle Konferenz außenrum gestrickt wird, das ist wirklich alles sehr großartig. Aber ich denke, da bin ich auch nicht der Einzige, der all das vermisst, was mit einem gemeinsamen Zusammensein, so wirklich zusammen irgendwo sitzen, sich treffen, sich mal in den Arm nehmen können oder sowas. Diese Sachen, die fehlen halt schon. Und von daher, das wird auch im nächsten Jahr noch fraglich sein, glaube ich, mit einer Präsenzveranstaltung Indoor. Wenn irgendwas geht, dann wäre das Outdoor. Und deswegen haben wir gedacht, es steht kein anderes Camp an, zumindest nicht hier in Deutschland. Warum also nicht im nächsten Jahr? Und dann nach langer Rede, kurzer Sinn jetzt, sage ich euch ein paar Sachen vielleicht erstmal zu dem, was wir uns so dachten. Es gibt so zwei allgemeine Bedingungen, die eigentlich irgendwie erfüllt sein müssen. Zumindest für das, maximal 500 bis 500 Personen ist falsch, 500 bis 550 sollte das heißen.
Ja, das ist eine Sache. Wir haben nämlich ein Gelände im Auge und da könnten wir so mit ungefähr 500 bis 550 Leuten hin, ohne dass es die Infrastruktur vor Ort sprengt und ohne dass es zu eng wird. Also so, das wäre eine solide Größenordnung für das Camp. Gleichzeitig würde das, glaube ich, sicherstellen, dass es kein komplett unplanbarer Rahmen ist, sondern ein realistisch durchführbarer Feldversuch, würde ich das jetzt erstmal nennen, auch mit nur circa 6 Monaten Vorlauf. Abgesehen davon müsste es außerhalb der Saison sein. Das hat damit zu tun, dass wir das auf einem Platz hier machen wollen in der Nähe. Und dieser Platz, wir diesen Platz vor der Saison, also vor der Urlaubssaison, die Ende Juni beginnt oder Anfang Juli beginnt und dann eigentlich bis in den frühen Herbst hinein reicht. Wir können diesen Platz nicht in diesem Zeitraum komplett irgendwie mieten. Das wäre unbezahlbar. Gleichzeitig würden sich die Betreiber sehr freuen, wenn man vorher was macht. Da wären die auch sehr offen, auf ein paar frühe Urlaubsgäste zu verzichten und dafür uns zu guten Konditionen dieses Gelände zur Verfügung zu stellen. Also das sind die zwei Rahmenbedingungen, an denen wir wenig rütteln können. Ja? Bis zu 550 Personen und außerhalb der Saison. Das Ganze wäre hier, also das ist die schöne Stadt Fürstenberg oder ein Ausschnitt davon. Links im Bild, links oben, seht ihr den Bahnhof Fürstenberg an der Havel. Das ist, wo wir auch gerade sitzen. Da kommt der RE5 an, der kommt aus Berlin und fährt Richtung Stralsund oder Rostock. Wir sind also auch ganz gut angebunden, was öffentliche Verkehrsmittel angeht. Vom Bahnhof aus, den man dann mit Zelt und Gepäck irgendwie bereisen kann, ist es dann ein etwas längerer Fußweg, so 20, 25 Minuten durch die Stadt nach rechts unten. Da seht ihr so ein kleines Zeltsymbol. Das ist das Gelände der Wilden Heimat. Und zwar diese Fläche in hellgrün und auch die ein bisschen weiter nördlich, die bis zum Wasser runtergeht. Alles das gehört da eigentlich noch dazu. Und auf diesem Platz würden wir ganz extrem gerne was machen. Das hätte halt den Charme, dass auch der Bahnhof in der Nähe ist. Ihr seht, da ist sehr viel Wasser, also es ist auch direkt an der Havel gelegen. Man kann schwimmen gehen, es gibt da ein paar Boote vor Ort, man kann mit dem Kanu rumfahren. Man könnte quasi sogar mit dem Kanu von da bis zum Bahnhof, bis fast zum Bahnhof fahren. Die nächste Anlegestelle wäre ungefähr 80 Meter die Straße runter bei uns. Wir haben zwei Lastenfahrräder, E-Fahrräder, mit denen man quasi pendeln könnte. Wir können bestimmt andere Fahrräder organisieren, um hier irgendwie so eine Pendelsache einzurichten. Also da sind alle möglichen Sachen denkbar. Es ist auf alle Fälle relativ fußläufig, entweder durch die Stadt oder auch durch die Natur und damit ganz gut erreichbar. So, das ist die Wilde Heimat, nennt sich das. Das Gelände sieht ungefähr so aus. Oben seht ihr die Siggelhavel wieder. Das ist also der Bereich dann am Wasser. Da gibt es auch eine Badestelle und so ein paar Anlegestellen für Hausboote und Kanus. Gleichzeitig gibt es auf der linken Seite hier so ein Parkplatz. Das ist der Weg, wenn man oder die Straße, die man von der Stadt aus nimmt. Und dann hat man am Eingang des Geländes so eine Camper Area. Dann gibt es eine kleine Rezeption. Auf der rechten Seite kommt dann so eine Area mit Tiny Houses. Und der ganze Bereich quasi nach links runter und in Richtung Wasser und Kajakplätzen da unten und sowas, das ist eigentlich alles Wiese, die belebt werden kann mit Zelten und oder Campern oder was auch immer die Leute so mitbringen. Das sieht ungefähr so aus. Das ist eines der Bilder. Nach links geht das hier noch deutlich weiter. Rechter Hand hinter den Bäumen ist der Zugang zum Wasser. So, und dann seht ihr hier in der Mitte gibt es schon so eine Schiene. Da komme ich dann gleich nochmal dazu. Aber es ist ein Naturcampingplatz. Es sind sehr sympathische Leute, die das da betreiben. Es gibt da so ein paar Leute auch, irgendwelche Digitalworker, die da mit einem Tiny House das ganze Jahr über verbringen. Die sind eigentlich auch alle sehr sympathisch und, denke ich mal, kompatibel mit so einem Event. Und wir glauben, dass das zumindest von der Location, vom Setting und sowas eigentlich sehr gemütlich sein kann und bespielt werden kann. Es gibt so ein paar Aufbauten, die schon da sind, die es einfacher machen. Also ein paar solcher Holzhütten beziehungsweise solche Dächer. Es gibt auch das ein oder andere Stretchzelt, was schon in der Gegend rumsteht. Könnte man so kleine Nischen machen, wo Vorträge stattfinden können, Workshops, andere Aktivitäten oder so. Es gibt so eine mobile Küche beziehungsweise einen mobilen Grill, der auf dieser Draisine steht. Dann gibt es so ein paar Bänke, die auch auf Schienen sind. Die kann man sich dann auf dem Gelände irgendwie in verschiedene Richtungen rollen. Und dann gibt es unter diesem Dach da so eine Kücheninfrastruktur, die zumindest
nicht beliebig skaliert, aber schon mal eine Grundlage bietet. Also ich weiß nicht, ob man dann, keine Ahnung, Andreas Bog fragen will, ob er mit seiner Gulaschkanone vorbeikommt. Oder im Kidspace überhaupt waren ja sehr große Kücheninstallationen da. Wir haben ein bisschen was aus unserem Village. Also das sind alles, glaube ich, Dinge, die sich zumindest von der Verpflegungsseite auch organisieren lassen. Da sind wir schon so ein bisschen beim Thema Logistik. Ich habe jetzt einfach mal, ohne dass ich mit dem Club oder dem Kulturkosmos gesprochen hätte, einfach mal aufgeführt, weil das, finde ich, sehr offensichtlich ist. Das Lager des Clubs mit allem, was dazugehört, ist unter 100 Kilometer weit entfernt. Der Kulturkosmos mit seinem Lager sind weniger als 50 Kilometer von uns. Und dann gibt es noch die Gruppe rund um Fortschritt 3000, also das 3000 Grad Festival. Die sind, ich kriege hier gerade so ein Echo von irgendwo, die sind mit dem Fortschritt 3000 Lager unter 25 Kilometer von uns entfernt. Also drei Lager, in denen es Festivalausrüstung und alle möglichen anderen Sachen gibt, die sind vor Ort. Mit den 3000 Grad Leuten hatte ich schon gesprochen, die fänden das ganz gut. Und ich kann mir auch eigentlich beim Kulturkosmos und beim Club nicht wirklich vorstellen, dass jetzt per se etwas dagegen spräche, wenn man es organisiert kriegt. Dazu komme ich dann auch gleich nochmal. Was andere Infrastruktur angeht, wir haben zu dem Gelände bis dahin eine Richtfunkverbindung von 1 Gigabit symmetrisch oder 10 G. Das können wir uns eigentlich noch aussuchen. Ist ein bisschen abhängig davon, welche Antenne wir da hinhängen. Aber wir binden im Frühjahr nächsten Jahres das Gelände an unser Rechenzentrum hier vor Ort. Und von da fällt das dann ins Internet und wir haben solide Bandbreiten. Wir hätten also genug Bandbreite sehr einfach da, um so ein Event durchzuziehen mit allem, was es braucht. Wir haben im letzten Jahr angefangen, die erste Hälfte eines Glasfaserrings auf dem Gelände zu verlegen. Die zweite Hälfte kommt auch im Frühjahr. Das wäre also auch eine gute Grundlage, so einmal mit einem Ring auf dem Gelände für die weitere Infrastruktur, die verteilt werden muss. Es gibt frisch gemacht Strom auf dem Gelände, der auch gut verteilt ist und solide ausgebaut ist. Es gibt sanitäre Einrichtungen, die zum Teil schon bestehen, die auch ansonsten, der Rest wird im Frühjahr 2022 auch aufgebaut und soll skalieren für diese Zahl von 500 bis 550 Leuten. Also das ist ja so das, mit was die Campingplatzbetreiber selbst arbeiten. Und es gibt diese kleine Kücheninfrastruktur, da glaube ich, müsste man noch ein bisschen nachlegen. So, jetzt ein bisschen zu den Wunschrahmenbedingungen, die wir uns so gedacht haben. Da wir außerhalb der Saison bleiben müssen, bleibt uns eigentlich nur die Zeit vor den Ferien, also vor Sommerferien oder danach. Und ich glaube, es wäre besser, aus verschiedenen Gründen das vorher zu machen. Ansonsten kommen wir wirklich tief in den Herbst rein, weil einige Bundesländer sehr späte Ferien haben. Wenn wir sagen, wir gehen vor die Ferien, da wäre jetzt die Idee zum Beispiel, dass man versucht, und ich glaube, das ist realistisch, Befreiungen von der Schule zu bekommen für alle jungen Leute, die kommen wollen, so als außerschulische Lernveranstaltung. Das kriegt man garantiert verargumentiert und so offiziell aufgezogen, dass das möglich wird, zumindest im Großteil der Fälle. Dann bleibt so dieses idealerweise das Zeitfenster 25.06. bis 2.07. Da ist das einzige harte Problem oder eventuelle Problem, vielleicht ist es auch gar keins, dass die Fusion aktuell mit einem Datum vom 29.06. bis zum 3.07. plant. Es gäbe also so eine Datumskollision unter Umständen mit der Fusion. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass eh nicht alle Tickets kriegen für die Fusion und vielleicht sogar ein paar Leute froh sind, wenn der Nachwuchs auf einem Camp in der Nähe der Fusion abgeladen werden kann, während man dann selbst zur Fusion fährt, um zu feiern, ist das ja vielleicht sogar auch ein Modell, was einen gewissen Vorteil mit sich bringt. Also das müsste man halt einfach noch mal ein bisschen besprechen. Was ich nicht weiß, ist, inwiefern die Lagerkapazitäten, also oder die Bestände der Lager für den Kulturkosmos und auch für den Club irgendwie ausgereizt sind in dem Moment, wenn auch die Fusion stattfindet. Also der Kulturkosmos wird da wahrscheinlich sehr viel brauchen. Beim CCCV-Lager weiß ich das nicht so genau. Das 3000-Grad-Lager, da werden wir ein bisschen was haben können. Ich habe aber auch zum Beispiel schon mit den Leuten von Textile Bauten geredet, mit Stretchzelten und so. Also ich glaube, dass ich bin sicher, dass wir für eine Größenordnung von 500 Leuten in der Lage sind, Infrastruktur zusammenzukratzen und irgendwo aufzutreiben, im Zweifelsfall auch ein bisschen was zu beschaffen, damit ein solches Camp irgendwie möglich wird und wir genug Kabel, Zelte und was es halt sonst noch irgendwie braucht, da vor Ort haben. Wir würden das gerne machen mit einem Schwerpunkt für junge Leute, die dann gemeinsam mit jung gebliebenen Leuten, die zum Camp kommen, um
quasi so ein bisschen beim Programm mitzuhelfen, vielleicht auch ein bisschen Wissen zu vermitteln, die ihre Erfahrung mit einbringen im Aufbau und Abbau eines solchen Camps und die einfach auch eine gute Zeit haben in der Zeit, ja, dass wir in dieser Gruppe sowas vielleicht gemeinsam versuchen im nächsten Jahr. Und vielleicht, ja, es gibt eine heiße Diskussion seit einigen Wochen darüber, wie optimistisch oder ob vielleicht zu optimistisch ich das alles sehe und ob nicht vielleicht 300 junge Leute ebenso 300 Leute brauchen, die sie betreuen, weil das alles sehr betreuungsintensiv ist, viel betreuungsintensiver, als ich es mir vorstellen kann. Das weiß ich alles nicht. Also ich arbeite hier mit jungen Leuten, habe immer den Eindruck, dass die relativ entspannt sind, aber ich habe halt auch noch nicht mit so vielen Leuten ein Camp veranstaltet. So, ich kenne das aus meiner Jugend. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass da jeder oder eine nennenswerte Anzahl von Kindern und jungen Leuten nach Hause wollte zwischendrin oder irgendwelche Dramen sich abspielten, aber vielleicht habe ich da auch nur einen falschen Eindruck. Das sind alles Dinge, die muss man im hoffentlich Team, das sich findet und das gerne herausfinden möchte, ob das geht, mal besprechen, was da realistische Zahlen sind. Wir würden es vor allem aber sehr gerne all-inclusive machen für junge Leute. Also ich möchte gerne Fördergelder auftreiben, damit für jeden jungen Menschen, der zu diesem Camp reisen möchte, das Ticket bezahlt ist, die Fahrt dahin und die Fahrt zurück bezahlt sind. Wir niemanden außen vor lassen müssen, der kein Hoodie von diesem Event irgendwie mitnehmen kann, weil es zu teuer war oder so, sondern dass wir versuchen, dieses Event so zu machen, dass mindestens für die jungen Leute keine Kosten anfallen und idealerweise auch für alle, die helfen, das irgendwie gedeckt ist. Da gibt es gerade, wenn man das Ganze jetzt im Rahmen von Aufholerprogrammen für Corona-Verlierer und sowas betrachtet, da gibt es ja ohne Ende Förderprogramme gerade. Da denke ich, gibt es Möglichkeiten, gerade wenn man es als Event, als Bildungsevent außerschulisch für junge Leute betrachtet. Und das wäre es, egal wie. Es gibt so viel zu lernen, egal unter welcher Brille man das betrachtet, dass ich glaube, dass sehr leicht wird, das so zu framen. Und da sind wir dann auch beim Framing, so die andere Art von Framing inhaltlich. Na, ich hatte das ja Solarpunk genannt im Titel. Also ich kann mit Cyberpunk überhaupt nichts anfangen. Ich habe überhaupt keine Lust mehr auf diese Techno-Dystopien und überhaupt auf eine kaputte Zukunft. Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass wir total in der Lage sind, die Welt um uns herum auch positiver zu gestalten, als sie heute ist. Welche Züge da vielleicht schon abgefahren sind oder auch nicht, keine Ahnung, das müssen wir rausfinden. Aber es gibt keinen Grund, damit nicht mal längst anzufangen. Und ich finde, dass das die Brille ist, mit der junge Leute auch auf die Zukunft blicken sollten, mit der wir jungen Leuten Werkzeuge und Tools und Kenntnisse, Fertigkeiten und all das an die Hand geben, damit sie diese Sachen nutzen, um die Zukunft besser zu gestalten, als wir das irgendwie hingekriegt haben die letzten Jahrzehnte. Und von daher glaube ich, braucht es so irgend so ein Framing und Solarpunk als Nische in der Literatur für Techno-Utopien, Nachhaltigkeits-Utopien und sowas, Diversitäts-Utopien, das ist schon ein ganz gutes Genre. Und wir haben uns überlegt, ob man nicht, heute Mittag gab es ja auch diesen Talk zur Geschichte des Kongresses, da wurden so Mythen angesprochen, wie wichtig ist es, dass es so Legenden gibt, einen Kanon, in dem sich sowas bewegt, irgendwie ähnlich wie das DC Base ja auch hat oder der Club hat und andere haben. Warum, vielleicht kuratieren wir einfach eine Sammlung von Kurzgeschichten, die aus unterschiedlicher Sicht auf Solarpunk gucken, bestimmte Szenarien beschreiben. Wir kuratieren das und machen zum Beispiel so eine Sammlung von Kurzgeschichten für dieses Camp, die unterschiedliche Sichtweisen auf eine Positivvision für die Zukunft aufzeigen. Und dann ist das so ein bisschen das Framing, worauf man hinarbeiten will, weshalb man da irgendwie hingeht, von was man gemeinsam irgendwie träumt. Und dann kann man auch einen Design-Contest da außenrum machen, hat Geschichten, die ausgestaltet werden können, hat vielleicht bestimmte Themen, die da drin stecken, an denen man sich orientieren kann für Designs. Und wenn man dann noch so ein bisschen darauf hinarbeitet, dass man vielleicht sogar mit einer kleinen Siebdruckwerkstatt den Kram vor Ort produziert oder so, vielleicht kommt man sogar irgendwo hin, dass es viel mehr Designs geben kann und dass im Endeffekt alles sehr individualisiert sein kann und immer noch verbunden ist damit, dass man es selbst macht und sich irgendwie halt auch Fertigkeiten dabei aneignet. So ein bisschen vielleicht noch zwei Takte zu möglichen Leuten oder möglichen Partnern irgendwie. Also natürlich ist erstmal der Club an sich der denkenswerteste Partner. Der steht hier überhaupt nicht drauf. Dummerweise habe ich das jetzt gar nicht hingeschrieben. Es war so offensichtlich. Aber mir wäre, also es liegt ja nichts näher irgendwie. Und das ist auch das, was ich am allermeisten mir erhoffen würde, ist, dass aus dieser großartigen Crew von Leuten da draußen
die die Events organisieren, ob das das Camp ist oder den Kongress, dass sich da eine kritische Masse von Leuten findet, die Bock haben, nächstes Jahr mit uns sowas hier zu wuppen. Und dann sind wir, glaube ich, mit all der Expertise, die wir damit einbringen, mit einer Gruppe in der Lage, sowas zu stemmen. So, und dann ist es natürlich hier vor Ort der Verstehbahnhof und es ist der X-Hain. Also ich habe mit Felix lange drüber gesprochen. Der hat genauso Bock und wir sind ja eher aus der Truppe der Leute oder aus der Gruppe der Leute, die Dinge machen, wenn wir glauben, das lohnt sich, ohne lange drüber nachzudenken. Und dann gibt es natürlich auch ganz natürlich außenrum Jugend hackt und Chaos macht Schritt. Wir haben auch mit der TinCon schon gesprochen, also auch von Tanja und Tommys Seite, Johnnys Seite, sorry, Tanja und Johnny sind da auch dabei oder fänden das zumindest gut. Es gibt das DLR hier um die Ecke, es gibt das Leibniz-Institut für Gewässerökologie, es gibt das Landesamt für nachhaltige Energien in Neustrelitz. Die haben jetzt mit uns direkt nichts zu tun, aber mit denen könnte man halt auch reden oder haben wir schon gesprochen und die könnte man sicherlich auch für so ein bisschen inhaltliche Sachen mit da reinholen. Also das würde auch in dieses ganze Framing von sich ganz gut reinpassen. Und was es, glaube ich, dazu braucht, ist, dass sich so ein paar Teams finden. Ja, wir brauchen ein Team. Ich habe das jetzt erstmal einfach das, was mir so spontan einfällt. Eine Gruppe von 5 Leuten vielleicht, 5 bis 10, aber wahrscheinlich eher 5, die sich vor allem um Fördermittel und Finanzen kümmern. Und ich habe eine ganz lange Liste an Fördertöpfen, wo man einfach nur sich hinsetzen muss und muss ein paar Anträge ausfüllen. Und dann, glaube ich, ist das nicht wirklich schwer. So, es bräuchte ein Team, das sich das Geländes annimmt. Also wir müssen ein Field Day machen, da man das irgendwie angucken. Das kennen viele von euch ja von der Planung. Es bräuchte aus dem Lokumfeld irgendwie ein paar Leute, die sich mit der Logistik auskennen, ein Infrastrukturteam für das Netz vor Ort, die sich dann die Stromverkabelung und so weiter angucken. Es braucht ein kleines Team, das sich mit Content beschäftigt und anfängt, sowas zu planen. Und es braucht wahrscheinlich ein Team, was sich darum kümmert, wie man die Jugendarbeit bei der ganzen Sache, ne, so, also von Problemen und psychosozialer Betreuung bis zu einfach Leuten, die Erfahrung und Spaß daran haben, auch mit jungen Leuten Dinge zu machen. So, und wenn wir es schaffen, glaube ich, in den nächsten Wochen für diese 6 Teams irgendwie ein paar Leute zusammenzukratzen, dann glaube ich, könnte man nach vorne schauen und überlegen, wie man das plant. Wir müssen uns irgendein Datum setzen, vielleicht der 31.01., vielleicht auch noch ein bisschen später, wo wir sagen, dass das Hop oder Top ist. Also machen wir das? Ist das realistisch oder nicht? Wir müssen überlegen, wie wir das organisieren. Also ich hätte jetzt mal gesagt, jeder von euch, der zuhört oder jede, die das interessant findet, schreibt uns eine Mail an camp@verstehbahnhof.de und dann seid ihr mindestens mal mit allen nächsten Schritten im Loop. Und dann müsste man überlegen, wie man es quasi in den Teams organisiert. Naheliegend wäre jetzt erstmal der Rocket Chat, irgendwie vielleicht eine eigene Instanz oder man macht es gleich da, wo eh schon alle sind oder 90% der Leute, die vielleicht hier mitmachen, das zu planen. Na, das sind aber Kleinigkeiten, die man irgendwie sich ausklammbüstern kann. Und dann müssten wir uns mal irgendwann treffen und uns das Gelände gemeinsam angucken. So, und insgesamt, glaube ich, ist das ein ambitionierter Plan, aber drunter machen wir es ja auch eigentlich nicht. Er ist aber durchaus realistisch. Also ich habe lange genug jetzt darüber nachgedacht und bin auch sehr kritisch von Leuten irgendwie angesprochen worden, die versucht haben, den Teufelsadvokaten irgendwie zu machen. Und ich bin trotzdem noch der Meinung, dass das funktionieren kann, wenn es nicht nur ich bin mit Felix, sondern wir ein paar mehr Leute finden, die Lust haben, damit zu machen. So, und das ist jetzt alles der Ritt, möglichst schnell, den ich euch hier durchgegeben habe. Und es bleiben jetzt noch ein paar Minuten, um das irgendwie zu besprechen. Wenn ihr Fragen habt, haut die in die Chats, so wie gehabt. Und dann können wir gerne noch ein bisschen diskutieren. Und ansonsten erstmal danke. Auch wenn ihr das später seht, schreibt uns an. Noch haben wir die Intention, das durchzuziehen. Besten Dank. Ich möchte auf jeden Fall gerne da mithelfen. So, falls jetzt jemand was sagt, höre ich zumindest nicht. Okay, also. Jetzt wieder. Okay. Da ist der Felix. Pardon, es gibt hier so ein bisschen Tonbildverzögerungsprobleme, aber unser Team ist alles da gut, fleißig gut am Arbeiten, dass das möglichst ausradiert wird. Gut, hier wurde nochmal im Pad die Frage nach der Zielgruppe gestellt, also welche Altersgruppe? Hast du ja eigentlich mehr oder weniger schon mal beantwortet, aber... Also die Jugend-Hackt-Events richten sich an 12- bis 18-Jährige. Man müsste mal drüber sprechen, was ein realistisches Zeit oder Alter ist, bei dem man beginnt, ob 12 okay ist, ob man
vielleicht sogar ein Team findet, was sagt, wir machen richtige Kinderbetreuung. Das sind alles Dinge, über die man sich mal unterhalten muss. Ich kann das ganz schwer sagen. Ich bin für vieles offen. Vielleicht muss man das fürs erste Mal ein bisschen auf der sicheren Seite halten und jetzt nicht noch irgendwie den Kindergarten mit einpacken. Gleichzeitig will man ja jetzt auch, wenn Leute mit der Familie kommen, nicht sagen, sorry, euer eines Kind müsst ihr zu Hause lassen. Ja, das, ich glaube, das muss ich irgendwie finden. Die Hauptzielgruppe, glaube ich, wären aber Jugendliche und jung gebliebene Leute, die man außenrum hat, mit ein bisschen mehr Erfahrung. Ja. Dann kommt hier nochmal die Frage, was für Inhalte auf dem Camp angeboten werden sollen, Workshops, Vorträge etc. Aber auch das ist ja wahrscheinlich eher eine Frage, das sind genau die Dinge, die man sich jetzt irgendwie mal überlegen muss, und wenn man da Ideen hat oder Bock hat, sich auseinanderzusetzen, dann sollte man sich an die entsprechenden E-Mail-Adresse mal wenden. Also ich glaube, im Endeffekt ist das schon so sehr nah dran an dem, was bist du der andere Meinung dann? Was hier funktioniert, na, jetzt gerne halt mit einer konstruktiven Sicht auf die Zukunft. Ja, und so die ganzen Nachhaltigkeitsthemen sind sicherlich halt auch interessant. Aber das sind alles Schwerpunkte, die sich, glaube ich, von alleine halt auch finden. Und ich meine, das Kongressprogramm hat sich auch verändert über die letzten Jahre. Jetzt. Haben wir gerade ein bisschen Probleme mit dem Ton? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du redest. Nee, nicht mehr. Das ist gut. Und jetzt ist der Ton wieder komplett weg. Ich höre nichts. Also ich habe jetzt auch nichts gesagt gerade. Hörst gut, du aber jetzt nee, ja, jetzt höre ich auch wieder, dass du was erzählst, aber zwischendurch war hier mal kurze komplett Ruhe und das ist immer so ein bisschen irritierend. Nee, was ich vorher sagte, ist, dass das natürlich auch halt irgendwie ein Call for Papers braucht und ein Content-Team, und dann muss man halt so ein bisschen gucken, was da reinkommt und was spannend ist. Erstmal gibt es kein Thema, also solange das irgendwie mit diesem Framing zu tun hat und im weitesten Sinne mit dem, was unsere Community hier umtreibt, gibt es kein Thema, was da nicht geht. Ja. Jetzt kommt hier gerade nochmal die Frage, wo man weitere Informationen dazu findet. Da kann ich auch euch nochmal drauf hinweisen. Camp@Verstehbahnhof ist die entsprechende E-Mail-Adresse. Also erstmal schreibt mir mal eine Mail, damit ich weiß, wer überhaupt und ob sich mehr als 3 Leute dafür interessieren. Ja, also das wäre ja schon mal ein erster Schritt. Und dann wird es sicherlich in den nächsten Wochen irgendwas geben, wie eine Webseite, vielleicht ein Wiki oder irgendwas, wo man mal anfängt, ein paar Sachen, also die Überlegungen, die wir bisher haben, zu strukturieren. Prinzipiell braucht es aber vor allem irgendwie die Entscheidung, auf welchem Kommunikationskanal das besprochen wird. Und das braucht halt ein Team von Leuten, das sich findet. Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Darum habe ich ja auch gesagt, ich möchte gerne mithelfen. Ich kann auch nur dazu aufrufen, wenn ihr Interesse habt, dass sowas stattfindet, meldet euch. Das ist eine schöne Idee. Es gibt da eine wunderbare Gelegenheit, das tatsächlich wahr werden zu lassen. Und man kann definitiv jede Menge Hilfe noch gebrauchen. Genau, und dann sind die Fragen hier soweit erstmal aus dem Pad erstmal beantwortet. Ich würde mal noch ganz persönlich aus eigenem Interesse auch fragen, ja, du hast dann verhältnismäßig genauen Zeitraum festgegeben. Ich gehöre zu denjenigen, ich beiße in den sauren Apfel und verzichte auf die Fusion, wenn wir dieses Ding machen, aber wie viele andere Möglichkeiten für Nicht-Fusion-Wochenende gibt es denn noch an Zeitraum? Weil es wäre schon echt hart. Ich habe auch das Ticket schon. Man könnte natürlich das noch ein bisschen früher machen. Ja, je früher wir gehen, desto kritischer wird die Wetterfrage. Aber sicherlich ist das irgendwann im Juni eine feine Sache. Der Vorteil von diesem Zeitfenster ist, dass es halt in einigen Bundesländern direkt vor den Ferien ist, was, glaube ich, eh so die töteste Zeit in der Schule ist, wo man am leichtesten auch irgendwie mal eine Woche rauskommt. Danach fangen halt überall die Ferien an. Also wir können nicht später gehen. Aber vielleicht findet man auch ein früheres Zeitfenster im Juni und macht das dann einfach da. Ja, ich finde, da sollten wir uns auf jeden Fall nochmal genauer besprechen. Oder man sagt, man geht komplett in den Herbst. Würde auch funktionieren, aber ist halt dann wettermäßig wieder eine andere Schwierigkeit. Ja, naja, okay. Wir sollten auf jeden Fall da nochmal drüber reden. Im Zweifelsfall wird es mich nicht komplett abschrecken, wenn es bei diesem Fusion-Termin bleibt, dann das ist schon mal schweren gut Herzens, aber ist ja auch nicht so weit, ne?
Ja, na, aber ich habe das Ticket schon und die sind jetzt irgendwie 2 Jahre nicht gewesen und es ist genau. Ja, na, ich sag nur, es ist nicht weit. Also kannst auch mal mit dem Fahrrad pendeln. Das ist Ich glaube, das ist nee, ein Quatsch. bisschen Also sehr optimistisch. okay. So, ich gucke noch mal ganz kurz hier in meinen schlauen Computer, ob der mir noch verrät, ob hier weitere Fragen in der Zwischenzeit aufgetaucht sind. Aber das sehe ich erstmal nicht. Insofern Gut. würde ich sagen, lieber Daniel, danke. Ja, gerne. Ich Und melde mich dann definitiv. lasst es euch alle gut gehen. Und hoffentlich bis ganz bald. Genau, bis bald. Ciao. Tschüss.